Ich schöne guten Morgen. Wir melden uns hier von Brüssel aus dem Europaparlament. Ich bin hier mit Charles Görens. Guten Morgen, Herr Görens. Guten Morgen. Wir sprechen über ein Thema, das die letzten Wochen viel an den Medien präsent war. Es waren Wahlen in Italien und in Schweden. Und die haben das Jahr von der Rätselpartei gewonnen. Und darüber wollten wir uns noch mal ein bisschen unterhalten. Die Faschisten sind also nächstes Trick um Pouvoir in Italien für uns allem. Das ist noch einmal ein Gründungsmember von der EU. Dafür, Herr Görens, bin ich froh, wie meint ihr, dass sich das Resultat auf die EU auswirken wird? Kommen wir zu einem Italexit, wie immer gesagt wird. Das glaube ich nicht, weil die quasi sicher ist, dass der Premierminister in Italien geht, wird das doch ausgeschlossen, dass für den Euro, dass auch für Sanktionen gegen Russland. Also es wird bis danach kein wesentlich Aussage gemäht, die es misst fährten. Also lassen wir mal das aufwerten, bis die Regierung steht. Ich bin nicht froh über das Resultat. Das Resultat beweist, dass politisch mit an der ganzen Partei Länder in Europa am Gang ist zu verspannen. Eine unwahrscheinliche Zersplitterung an der Parteilandschaft. Dass nach keinem eine Partei, die über 20% rauskennt, da ganz viele von den Parteien, die auch gewonnen, die haben für ein Zinger dann nicht existiert. Also mit einer unwahrscheinlich großen Volatilität, wenn die Volatilität natürlich sich so auswirkt, dass dann danach und die Fundamente von der Konstitution an dem Land, wo das dort stattfand, hört, respektive der Europäischen Union gerüttelt wird, dann kriegen wir ein Problem. Mhm. Weil das muss man werden, bis so weit das. Meint ihr dann, es wird so ein ähnliches Szenario nur den Europawahlen entstehen? Die Europawahlen sind am Anfang nicht vergleichbar mit den nationalen Wahlen, weil wir haben ja im Europaparlament drei, vier große Familien. Die federieren ein paar die Parteien, die dem nationalen Plan gibt, länger an der Fraktion der Regierung der EU. Da sind bestimmt 25 von den mehr Parteien repräsentiert. Da haben wir am Anfang eine Rekomposition von der politischen Landschaft nur die Wahlen, die echt den traditionellen Gegebenheiten gleicht. Wir haben eine stärkere PPE-Gruppe, Europäische Volkspartei, vergleichbar mit der CSV bei uns oder mit der CDU in Deutschland. Wir haben eine stärkere SED-Gruppe, das vergleichbar mit den Sozialisten bei uns oder SPD in Deutschland. Wir haben noch eine stärkere Liberal-Fraktion, das vergleichbar mit der DP zu Lützeburg. Die drei, mal zusammen mit den Gringen, mal nicht, die sind aber am Stand Majorität zu degagieren. Also, sowieso die massiven Unterschiede zwischen nationaler Politik, nationalen Gegebenen in Europa als den Haien am Europaparlament geht es davon keine Majorität. Mhm. Es gibt allkeiers eine Majorität, die Majoritäten, aber die sogenannte Majorität, die wir an den nächsten Ländern haben, wo die Majorität für das Budget stimmt, die Opposition dagegen, haben wir hier nicht. Mhm. Hier haben wir, wenn das Budget deposiert wird, eine Analyse, die von den verschiedenen Fraktionen und Kommissionen gemacht wird. Und dann geht da gestritten, für eine Majorität zu finden. Das muss nicht alles selber stehen, wenn wir nur immer eine Majorität von eigenen Synthese angepeilt. Und wir noch These und Antithese, mit der Synthese, die empfangen, den Leitfaden lassen, aus dem ganzen Agieren. Mhm. Wir wissen, dass als ganze Aktivitäten müssen auf eine Decision rauslaufen. Das gelingt es, wenn das nicht gelingt, dann haben wir eben Probleme auf dem Niveau der europäischen Legislation. Das ist aber ganz selten der Fall. Ja. Das ist, wie seht ihr das dann? Meint ihr, dass die rezenten Krisen, Covid-Krise, also den Konflikt an der Ukraine, ob die zwei Krisen den der Rätselparteien an Karte spielen, langfristig oder nicht? Das ist ganz klar, dass die Sachen, die schwer zu explizieren sind, dass die nicht so richtig verstanden sind vom Wähler. Denen ist oft interessiert und einfache Lösungen. Ich kriege doch einfache Lösungen vorgeknallt von Parteien, die sich einfach machen, wenn die an der Majorität stehen, müssen sie auch Sachen erklären. Mhm. Aber wenn ihr seht, wie die Franzosen sagen, il n'y a qu'à, il faut que, dann möchte ich schrecklich einfach, und dann schlägt in eine ganze Partei wichtige Elemente an einer Diskussion, dann möchte ich nicht responsabel für die Reaktion, die dem vom Wähler kennt. Das viel mehr leicht, etwas zu verstehen, wie das mühsam über Jahre raus abzubauen. Das ist effektiv ganz richtig. Herr Görens, wie immer, so ich vielmals merci für den Ablick, den er uns Login hat. Nächste Woche ist eine Plenarsitzungswoche zu Straßburg. Und danke Sie mir. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis dann. Adi. Okay.